Folge Volksverdummung, los geht's. Na, TJ, wie ist es, in sein altes Spiegelbild zu gucken, hä? Sie meinen mein altes Spiegelbild in Fett? Oh, shit, oh, der schnippische, okay? Schlagfertige Boss. Okay, pass auf, TJ, ich weiß, damn, Bro, dass ganz tief in dir drin immer noch die alte Grinch-Sau steckt. Ja, wem willst du hier eigentlich was vormachen, hä? Ja, Mann, wem willst du was vormachen, hä? Ich könnte mir vorstellen, dass du das mit Hortensia warst. Machst du's? Hast du Hortensia? Also hast du sie umgewichst. Sag umgewichst, komm. Hast du sie umgewichst? Oh ja. Denke oh ich, sollte ja auch noch den BH ausziehen? Chat. Eins in den Chat, wenn ihr der Meinung seid, dass... Also, ich mein, hat sie gefragt, dass sie... Ja, das hat sie... Aber, gut, wir haben die Antwort. Danke, Chat. Leute, irgendwie fühlt sich das hier nicht richtig an. Doch. Ich finde es auch ein bisschen zu viel. Es wird ein bisschen zu freizügig. Mhm. Ich habe doch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ja, wenn ihr meint. Leute, ich kann gerade sowieso nicht mehr. Was ist mit TJ? Das macht mich einfach fertig. Er erwidert einfach nicht meine Gefühle und er hat mich sogar Bitch genannt. Oh. Und ich denke tagtäglich an ihn und ich träume sogar wegen ihm und über ihm. Und oh, nee. Aber weißt du was? Genau das ist der Grund, warum wir uns als Mädchen nicht so billig geben sollten. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Macht doch teuer, Giles. Nee, also so sollte man das eben nicht sehen. Ich finde, wir sollten auch genauso stark sein wie die Jungs und wir sollten Selbstbewusstsein zeigen und das vor allem vor den Jungs zeigen. Schöne Achseln. Weiß er nicht. Ach Mädels, wisst ihr, dazu fällt mir eine passende Geschichte ein. Was passiert jetzt? Ja. Wo kommt ihr her? Auf meiner Schule gab es mal eine Lehrerin, die hat Cam-Shows gedreht. Die hat einfach einen Fick auf alles gegeben. Mhm. Sorry für meine Vermutung, aber ja. Was ist mit der Lehrerin dann passiert? Sorry, kann ich darüber reden. Okay, und was ist das, also diese Geschichte, diese... Okay. Starke Anekdote, aber. Ich kann ja schlecht den Schülern sagen, dass, also Frau Ostermann, dass sie... Nike Nice lässt, danke schön für deinen Sub. Ich hoffe, dass sie diese Aufnahme nicht sieht. Ja, ich denke schon. Ja, mich würde es auf jeden Fall freuen. Cool. Okay, wollen wir weitersuchen? Ja. Thomas! Thomas? Hä? Ich check das nicht, guck mal. Pommes! Pommes? Bin ich lost? Das ist doch der Gardasee, oder? Also das ist doch einfach nicht da, wo die gedreht haben. Warum willst du auf einmal so viel Zeit mit mir verbringen? Ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Ja, safe. Ich wollte dich auch fragen, warum hast du geweint so? Also, woran lag das? Gestern? Ja. Guck mal. Baga Medius, danke schön für deinen Zap. Ich hab gestern so eine Hassnachricht bekommen. Hm. Nicht nur eine, sondern mehrere. Okay. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf einmal bekomme ich irgendwelche Nachrichten. Einfach einen Tag als Papa-Platte. So. Einfach irgendwelche Nazis hier bedrohen mich und ich weiß wirklich nicht, was ich gemacht habe. Und ich finde das wirklich schlimm, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ja, verstehe ich. So was geht dann, so was geht gar nicht. Also, wir sind alle gleich, ich kapiere es nicht, warum irgendwelche... Wenn du irgendwie starke Jungs brauchst oder sowas, also Stanley und ich, wir sind immer da für dich, wirklich. Danke, das finde ich sehr nett von euch. Hätte ich nicht gern. Jetzt Themawechsel. Hm. Weißt du, ich hab ne Idee. Lass uns doch einfach peinliche Storys erzählen. Ja, ich kann auch anfangen. Ja, okay. Irgendwelche peinliche okay, Storys. Irgendwelche. zum Beispiel, ich habe eine. Mhm. Also ich bin noch Jungfrau. Was? Sau peinlich. Ja, ich hätte es nie mehr gedacht. Ehrenloser will nur reinstecken. Nein, Bro, der ist ein Mann mit Gefühle, dies, das. Ach, du warst doch 10 Jahre mit ihr zusammen. Ich weiß, da gab's einen Handjob so, aber mehr gab's da nicht. Ich bin jungfräulich.
Aber guck mal, das Ding ist, eigentlich ist es nicht mal so schlimm, weil ich muss sagen, du weißt doch die Sache mit Stanley als Nachnamen. Ich hab die Story mitbekommen. Guck mal, eigentlich, es war auch mein erstes Mal, aber ich hab's mir gedacht, weil es war mir so unangenehm, ist mir echt immer dein erstes Mal mit Stanley? Ja. Und dann war er einfach so, ciao, ich war nur so... Scheiße. War halt richtig scheiße. Ja. Also, muss ja nicht dein letztes Mal gewesen sein. Ja. Mann, Fly ist irgendwie so süß, ich weiß nicht. Vor allem, er ist so männlich, so, wisst ihr, was ich meine? Nein. Das Einzige, ich weiß halt nicht, weil ich weiß nicht, was der Stand zwischen mir und Jojo ist und so, wäre es jetzt fremdgehen, wenn ich was mit Fly hätte. Dieser Schnitzel nervt mich nur noch. Fragen, falls Sie irgendwas gesehen haben. Ah, das wäre super. Und, ja, sehr gerne. Wie war ich der Besuch vom Revi? Was? Woher wisst ihr denn darüber? Ja, also... So was spricht Situation, ja, er war da. Es war schön, aber teilweise auch sehr stressig, ja. Mhm, ja. Adolf! Ja, hoffentlich finden wir ihn wieder, oder? Ja, hoffentlich finden wir ihn wieder, ja. Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass Frau Ostermann kurz davor... ...verstorben ist? Ja, das... aber lass uns doch mal schon den Hund suchen, oder? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir gehen weiter suchen. Ich geh jetzt da lang und... Wir gehen da lang. Okay, alles perfekt. Okay. Es geht, alles gut. Auf den Nackt angelehnt, der Bruder. Ja, wie läuft's mit Fatima? Ja, ich denke ganz gut. Also ich gehe gleich mit ihr aufs Zimmer. Du gehst mit ihr aufs Zimmer? Ja, mal gucken, was geht. Digga, es geht los, Mann. Ja, das ist deine Chance, Alter. Ja, ja, safe. Ja, okay. Ich muss dir einen Masterplan erzählen. Und zwar werde ich werde TJ komplett zerstören. Während er jetzt gerade den Hund sucht, werde ich später mit dem Hund ankommen und als großer Retter dastehen. Danke nochmal, Digga, dass du mir geholfen hast, den zu führen. Gerne, Bro. Der Kian, danke schon für deinen Zap, danke. Und während jetzt gerade alle abgelenkt sind, weil alle diesen Hund suchen, gehe ich zu Hortensia und flirte ein bisschen mit ihr, erkläre sie schon mal so ein bisschen. Oh mein Gott, was für ein Plan. Ich will komplett zerstören, Digga. Alter, Bro, fick einfach alle, was geht? Aber muss es sein? Gefährliche Allianzen müssen zerstört werden, so bleibst du an der Macht. So funktioniert das. Sei mir lieber dankbar, Alter, dass ich Fatima die ganze Zeit diese scheiß Nachrichten schreibe, dass sie so fertig ist. Sonst hättest du nie eine Chance bei ihr. Du schreibst dir diese rassistischen Hassnachrichten? Oh, shit! Digga, chill doch! Sei mal lieber dankbar! Ernst? Weißt du, wie scheiße es ihr geht? Alter, sonst hättest du nie eine Chance. Es kann nicht sein, dass du noch Jungfrau bist. Das kann doch nicht sein. Ich bin noch krank. Komm jetzt. Stanley, du bist verrückt. Du bist krank, Stanley. Du bist verrückt. Nicht mit so einer Moralapostel, echt nicht. Du musst doch langsam alleine einlochen. Das kann doch nicht so weitergehen. Du kannst jetzt wieder aufbauen, dass es dir wieder besser geht. Ich weiß, man hört überall von der großen Liebe, Fair Play, gerade in den ganzen Filmen ist immer die große Liebe im Leben, aber das ist halt in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so. Man wird überall verarscht. Wenn man sich wirklich versucht, eine ernst gemeinte Beziehung aufzubauen, dann wird man nur enttäuscht. Also die echten Gewinner in der heutigen Zeit sind nun mal Bad Boys und Boss Bitches. So ist es heutzutage und... Genau. Wenn man sich dem nicht anschließt, ist man Versager. Gut, wie er gar nicht in die Kamera geguckt hat. Okay, kleine Pause. Irgendwie wirkst du ein bisschen down. Ist es nur, weil der Hund weg ist oder gibt's da noch was? Ja, da gibt's schon was. Und zwar wegen Alessio. Also, ist gerade richtig schwierig. Ja. So eine Fernbeziehung. Ja, du und Alessio seid aber schon noch zusammen. Safe. Nee, wir haben uns getrennt. Oh nein. Okay, warum? Ich weiß nicht, irgendwie passen wir nicht mehr so zusammen. Es ist ganz komisch. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, so... So eine heftige Entfernung ist immer nicht leicht. Safe, ja. Das Gespräch interessiert mich gar nicht, das skippen wir. Warte gehen, gerade haben wir zum Beispiel bei Frau Bra Ableitungen. Da ist einfach ein Placement drin. Soll ich mal jetzt so ein kleines Unboxing machen? Also... Die Verpackung ist ja auch schon mal was Schönes. Wahrscheinlich auch schön ökologisch abbaubar, ist auch ja wichtig. Ja. Aber wo ist er jetzt schon wieder dran? Unsympathisch Merch, was geht jetzt ab? Und dann machen wir sie mal auf und gucken, was drin ist. Ich werde, ihr seid genauso gespannt wie ich. Nein, also... Oh. Also hier haben wir erstmal eine wunderschöne Bauchtasche. Eine Lauchtasche, ne? Das ist lustig, pass auf. In, ja, fast schon neongrün. Wunderbar mit dem lieben Sascha von Unsympathisch TV drauf. Der liebe Sascha von Unsympathisch TV. Es ist nicht Sascha Unsympathisch TV, sondern von Unsympathisch TV. Ja. Also. Das mach ich mal gleich um. Der spielt so gut, passt, ne? Wie kann man sagen, was man will. Ja,
kann ich hier schön Bücher reintun. Bücher in die Bauchtasche. Ey, das ist ja der... Nee, und jetzt geht's noch weiter. Das ist ja... Alter, das ist ja Wahnsinn. Ja, guck mal, was ich hier noch hab. So ein schöner Junge. Das ist Saschas Merch, man kennt ihn so. Ich glaube, Georg ein bisschen Gefühl entwickelt. Jetzt habe ich ihn für immer bei mir. Das ist ja, das ist der Wahnsinn. Das ist... Muss ich mal auch gleich mal kurz anziehen. Ich meine, guckt euch... Und die Qualität ist ja der Wahnsinn, wirklich. Und hier... Das ist Wahnsinn, ja immer aber am Herzen, wisst ihr? Steht einfach nur Sascha drauf mit dem Shirt, Digga. Wie dämlich ist das? TV, Sascha. Er ist immer für mich da. Ich bin zwar ein verzweifelter Außenseiter, aber er ist ein wirklicher Freund. Er bringt mich immer zum Lachen. Er ist einfach jeden Tag für mich da. Ja. Auch wenn es nur 10, 15 Minuten sind. Das sind die schönsten Minuten in meinem Leben. Jeden Tag gucke ich Kein immer. Video von Und Sascha ist so lang. Kein Video von Sascha ist 10, 15 Minuten lang. Keins. Noch so ein Bandana. Ah ja. Check diesen ganzen Joke noch nicht so. Das ist einfach. Wollten die einfach, dass Sascha das in die Meme-Compilation mit aufnimmt, oder wie? Ich zittere. Ich fasse es nicht. Also wirklich, das ist jetzt zwar schon leer, aber ich... Und die Qualität, wirklich. Und kann ich kurz einen Wunsch vielleicht aussprechen? Lieber Sascha, unsympathisch TV. Es wäre mein größter Wunsch und mein größter Traum, dass du vielleicht irgendwann mal, wenn du Zeit hast, mal mit auf unsere Klassenfahrt kommst und dann lachen wir zusammen. Und ah, so nicht sich hier einfach mal die Kollaboration sneaken. Ah ja. Das sind Freunde, beste Freunde. Ich muss jetzt kurz das neueste Video gucken, kommt gleich schon hoch. Ich würde mich sehr freuen, Sascha. Bitte komm mal. Ich gucke jetzt dein Video. Spielt so damn gut, ne? Wow, Mann. Hi. 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 Nein. Du siehst gut aus. Dankeschön. Deine Haare. Dein Outfit sieht gut aus. Was cool. Du meinst, ich schwöre. Ja, die Karte muss ja. Das liegt daran, dass es eine Schuluniform ist, deshalb. Es war super schön in der Sauna. Danke, das hat mir auch sehr gefallen. Und wie gefällt es dir generell so auf der Klassenfahrt? Alles gut? Naja, bis jetzt wegen den Nachrichten nicht so, aber du bist ja da. Ja, ja. Ich wollte sowieso deswegen noch mit dir irgendwas, also so, guck mal, ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber ich glaube so, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe. Krass, ja. In einem Tag, Wahnsinn. Hey, Bro, wild. Okay.